Registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Hey ho und willkommen zurück beim Let's Play Mass Effect. Beim letzten Mal haben wir ja den Architekten besiegt und diese KI befreit. Und jetzt werden wir noch ein paar Nebenmissionen machen, um hier einfach das so ein bisschen abzuschließen auf dem Planeten und dann werden wir weiterreisen. Das ist Herr Hicks. Zumindest laut meiner Karte. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Jetzt sollten wir erstmal diesen Schmuggler oder was das ist zur Rede stellen. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Da sind sie ja. Wo sind meine Kollegen? Haben sie die Karte? Sie meinen die Karte, die sie auf Kadara verkaufen wollten? Woher? Astra. Hat sie etwa schon wieder ein Gewissen entwickelt? Das Mädchen ist einfach nicht für diese Arbeit gemacht. Es ändert vermutlich nichts, aber ich habe mit diesen Leuten gesprochen. Sie haben es schwerer, als ich dachte. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die Sache wirklich durchgezogen hätte. Aber gut, tun Sie, was Sie tun müssen. Zum Landsmann soll Jarl mal entscheiden. Er wollte Ihr Volk bestehlen, Jarl. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Melden Sie sich beim Widerstand. Wenn Sie schon plündern wollen, werden Sie es für Ihr Volk tun. Ernsthaft? Was er getan hat, war schrecklich. Aber er ist mit seinem Schiff an den Camp vorbeigekommen. Und das erfordert Können. Es wird Zeit, es zu nutzen. Ich nehme an, ich habe in dieser Sache kein Mitspracherecht, oder? Na schön. Ich werde es tun. Bei den Sternen. Hätte ich sie doch nur nicht um Hilfe gebeten. Tja. Schuld. Ich habe die Vernichtung der Kett auf Volt in meinen Aufzeichnungen festgehalten, damit wir uns daran erinnern. Aber haben Sie in den Datenbanken der Kett irgendetwas von Interesse gefunden? Irgendetwas über den Beginn Ihrer Invasion? Das hier könnte Sie vielleicht interessieren. Das kann nicht stimmen. Es besagt, einige Angara hätten den Kett freiwillig Informationen gegeben. Sie haben ihr eigenes Volk verraten. Wahrscheinlich haben sie die Kett zu anderen Angara geführt. Können Sie ihnen das wirklich verdenken? Wenn das eigene Leben auf dem Spiel steht, sind Ideale nun mal oft zweitrangig. Ich würde mir gerne einreden, dass ich niemals so tief sinken könnte. Aber wir alle sind Helden, bis wir gezwungen sind, es unter Beweis zu stellen. Das kann ich nicht in unsere Chroniken aufnehmen, Ryder. So darf man sich nicht an uns erinnern. Der Kampf gegen die Kett wird noch jahrelang andauern. Wir brauchen Hoffnung, keine erschütternden Wahrheiten. Das sehe ich auch so. Sie haben recht. Selbst wenn es die Wahrheit ist, wird es mehr schaden als nützen, dieses Wissen zu verbreiten. Ich werde diese Daten aufbewahren. Vielleicht sind wir ja eines Tages bereit dafür. Aber im Moment darf mein Volk nicht wissen, dass einige von uns gebrochen wurden. Es muss daran glauben, dass sie bis zuletzt gekämpft haben. Danke, Ryder. Ich werde nie vergessen, was sie für die Angara getan haben.
haben. Falls übrigens jemand weiß von euch, was dieses Schaden-Debuff ist, kann er mir das gern mal in den Kommentaren erklären. Nicht. Mit der Frau können wir jetzt besprechen. Sorgen Sie dafür, dass sich Fumoyoku von den anderen fernhält. Ich habe keine Lust, dass er überall miese Stimmung verbreitet. Pathfinder, meine Späher haben mir von ihrer Begegnung mit dem Architekten berichtet. Ich habe einige gute Leute an dieses Ding verloren. Bohrtechniker, die dort eine Expedition durchgeführt hatten. Nein, es tut mir leid und es ist vorbei. Es muss schwer sein, Leute zu verlieren, die unter ihrem Kommando standen. Es war mein Fehler. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass sie so weit draußen suchen. Ich bin dafür verantwortlich. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass der Rest meiner Leute in Sicherheit ist. Dank Ihnen. Ich habe Ihre verschollenen Bohrtechniker gefunden. Sie haben es nicht geschafft. Ich werde ein Team damit beauftragen, die Leichen zu bergen. Sie verdienen eine anständige Bestattung. Und Pathfinder? Danke. Bitte. Ich sollte mich besser auf den Weg machen. Kommen Sie wieder, falls Sie etwas brauchen. Stimmt es, dass die Techniker schon wieder ihr Kopfsystem reparieren mussten? Auf jeden Fall. Thank you.
muss jetzt leider ein bisschen öfter hier klicken. Aber ich kann ja auch hier hochfahren und dann da runterspringen. Was auch dabei ist. Und wir fahren mal hier hoch. Mal gucken. Meine Sensoren registrieren Kenntechnologie Pathfinder. Stimmt. Das sind auch welche. Thank you.
Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Erinnerungsbenachrichtigung? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Thank you.
Pathfinder. Diese Reliquienstätte könnte über Verteidigungssysteme verfügen. Ich orte ein angaranisches Datengerät, das ein niederfrequentes Leitsignal aussendet. Es wurde absichtlich zurückgelassen. Sam, ist an diesen Schlachtfeldern, die wir entdeckt haben, irgendetwas ungewöhnlich? Ich habe das Gefühl, wir haben etwas übersehen. Ich analysiere die geografische Verteilung, den Verwesungszustand der Leichen und die Informationen in den erfassten Daten. Einen Moment bitte. Die Widerstandskämpfer bewegen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Richtung, die ich auf ihrer Karte markiert habe. Falls sie Jagd auf Cat machen, könnten sie vermutlich Verstärkung brauchen. Unterwegs, aber auch nachher. Thailand. Nepal. Ja. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren.
fragmentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Das ist Kent-Technologie, Ryder. Der Widerstand muss erfahren, was hier draußen passiert ist. Ich übermittle sämtliche Daten, die wir auf diesen Schlachtfeldern gesammelt haben, an die Widerstandsbasis. Gut. Verschwinden wir von hier. Ja. Und damit verabschiede ich mich erstmal für das Let's Play von jetzt und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Let's Play wieder. Tschüss!